So, einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Q11. Herzlich willkommen zur hoffentlich nur ersten Doppelstunde einer von zwei Doppelstunden vor den Weihnachtsferien. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass nach den Ferien alles wieder normal läuft. Gut, die Infektionslage ist so, dass jetzt, ich glaube, bis auf fünf Schüler oder vier Schüler alle im Zuhause sind. Heißt, auch den Paaren habe ich gesagt, sie sollen daheim bleiben, natürlich. Und wir werden das Ganze hier über Video machen. Die Stunde ist nicht aus, sie beginnt gerade. Wichtig dabei ist, ihr wisst es, ist ja auch das erste Mal, dass ihr euch bitte dieses Video erstens gründlich anschaut, wirklich zuhört, besser als im Unterricht vielleicht sogar. Und ganz, ganz wichtig, das Material dazu auch bearbeitet, sonst bringt es wenig, wenn ihr euch das jetzt einfach durchschaut, wie wenn ihr bei Netflix irgendeine Serie anschaut, da bleibt ja nichts hängen, das bringt nichts. Also bitte, wenn ich sage, haltet das Video an und bearbeitet das Material, tut das auch, sonst hat es keinen Wert. Gut, das Material findet ihr, genauso wie die PowerPoint-Präsentation, in den Kursmaterialien bei Teams, sodass ihr das also nochmal im Einzelnen nachlesen könnt, falls das jetzt hier über das Video nicht so ganz lesbar ist. Gut, dann lasst uns beginnen. Ich brauche einen Stift, sorry. Unser Thema, das war ja schon klar, nach der langen, langen Behandlung der Jahrhundertwende und den vielen unterschiedlichen Wegen, die die Literatur nimmt, zuletzt im Expressionismus, das neue Thema wird sein, die Literatur der Weimarer Republik. Die Literatur der Weimarer Republik, wie immer, kann ich die nur verstehen. Ich habe versucht, das von Anfang an klar zu machen, von der Klassik bis hier und noch weiter. Ich kann die nur verstehen, wenn ich die Gesellschaft verstehe, in der diese Literatur stattfindet. Kein Schriftsteller schöpft einfach irgendwie aus seinem Bauch raus irgendwas, sondern das hat immer was mit seinem Leben zu tun, seinen Lebensumständen zu tun, der Gesellschaft, in der er lebt, den politischen Zuständen, in denen er lebt und so weiter und so fort. Alles andere wäre extrem seltsam. Und selbst wenn er glaubt, er ist noch so erfinderisch und es hat gar nichts mit ihm zu tun, es hat immer was mit ihm zu tun. Wie könnte es auch anders sein? Woher soll er die Sachen nehmen, wenn nicht irgendwie aus seinem Leben tatsächlich? Das heißt, wir müssen uns kurz verdeutlichen, die Umstände der Weimarer Republik. Das, glaube ich, ist nicht so schwierig. Das habt ihr gerade erst in Geschichte gemacht, im 11.2. Mit dem Ende des Kaiserreichs beginnt wirklich was Neues. Das Ende des Kaiserreichs ist ein unglaublicher, für uns vielleicht sogar unvorstellbarer Bruch. Hier beginnt, ihr schaut euch Videos an, ihr schaut euch Bilder an dieser Zeit und werdet feststellen, das sind ganz normale Menschen, so aus unserer Sicht. Die wirken völlig modern, ganz anders als Bilder oder Videos von Filmen von 10, 20 Jahren vorher, wo wir im Kaiserreich Frauen begegnen mit Kleidern, die knöchellang sein müssen, damit man ja den nackten Fuß und den nackten Knöchel nicht sieht, die hochgeschlossen sind, Männer mit diesem hohen Kragen, den Vatermörder, Männer, die auch schon in jungen Jahren möglichst große Bärte haben. Das Ziel der ganzen Sache ist, möglichst alt auszusehen, möglichst gediegen auszusehen. Für uns ganz, ganz eigenartig. Bei uns versucht jeder, möglichst jung auszusehen. Seit der Weimarer Zeit versucht jeder, möglichst jung, fit, sportlich auszusehen. Also allein in dem wird deutlich, mit der Weimarer Republik beginnt eine neue Zeit. Und diese neue Zeit wirkt sich natürlich auf die Literatur aus. Mit dem Kaiserreich geht eine ganze Epoche unter. Und das Empfinden auch, das ist wichtig, das ist nicht nur, dass wir das im Nachhinein so sehen, sondern das Empfinden auch schon die Zeitgenossen. Stefan Zweig schreibt seine Autobiografie, da haben wir einen Teil daraus gelesen, zur Traumnovelle, wenn ihr euch erinnert. Stefan Zweig schreibt seine Autobiografie über seine Zeit in Wien, der Kaiserzeit. Und es ist ein Abschied, er beschreibt es, als wäre es eine völlig andere Welt, und er sagt es auch so. Titel dieser Autobiografie, die Welt von gestern. Es ist die Welt von gestern, obwohl es vielleicht nur 20 Jahre her ist. Von 1925 aus gesehen, ist es gerade mal 10, 15, 20 Jahre her. Es ist eine völlig andere Welt.
Der Erste Weltkrieg stellt alles auf den Kopf, was bisher da war. Die Politik ist anders. War ich vorher in einem Kaiserreich aufgewachsen, das eine unglaubliche Stabilität hatte, das für die Ewigkeit gemacht war mit dem Kaiser an der Spitze. So ist das alles zusammengebrochen. In Österreich noch schlimmer, das große österreichische Reich im Fall von Stefan Zweig gibt es überhaupt nicht mehr. Ne? Geboren ist Stefan Zweig, er beschreibt es sehr schön, ne? In einem Weltreich. Ne? Österreich-Ungarn macht halb Europa aus. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg ist er in einem Österreich, das, ja, kennt ihr, ne? Das heutige Österreich, ein kleines Land hinten unten. Und wieder der Gott, ne? Und man sieht es ja auch, wer schon mal in Wien war, sieht diese Stadt als Hauptstadt, ist viel zu groß für dieses kleine Land eigentlich. Ne? Das ist eine Hauptstadt von einem riesigen Reich eigentlich. Und das sieht man dieser Stadt ja auch an, dass es da eigentlich hingehört. Nur von diesem Riesenreich ist halt nichts mehr über. Die Lebensumstände ändern sich in einer unglaublichen Weise. Also es ist kein Zufall, dass die Literatur eben auch unglaublich vielgestaltig ist. Denn diese Umwälzungen, diese unglaublichen Umwälzungen durch den Ersten Weltkrieg, durch die vielen Toten, durch die Auswirkungen des Krieges, durch den Hunger, durch die Inflation, durch die Armut, die damit gekommen ist, aber auch vielleicht durch den Wohlstand von manchen, die da am Krieg ganz gut verdient haben, durch die Veränderung der gesamten Gesellschaft, gibt es natürlich Sieger und Verlierer. Gibt es Leute, die der alten Zeit nachweinen, tendenziell natürlich eher die Älteren, die sich zurücksehnen in die gute alte Zeit. Zum ersten Mal taucht übrigens die Formulierung gute alte Zeit auf für das Kaiserreich. Und es gibt andere, die die neue Zeit begrüßen als Befreiung. Frauen sind da vor allem drunter. Ne? Plötzlich kann ich kurze Röcke anziehen, kann Hosen anziehen als Frau, vorher undenkbar, kann mir die Haare abschneiden lassen. Der Bubikopf wird sehr modern. Also mit anderen Worten, es ist sehr unterschiedlich, wie diese Zeit wahrgenommen wird, und entsprechend unterschiedlich ist natürlich auch dann die Reaktion von Schriftstellern, von Künstlern überhaupt und vor allem natürlich dann auch deren Werk. Schon bei der Jahrhundertwende-Literatur haben wir kennengelernt, die Zeitalter der Epochen sind vorbei. Wie war das schön letztes Jahr? Na, haben wir sagen können, okay, hier ist die Klassik, da ist die Romantik, da ist der Frührealismus und so weiter. Klar, wann genau die Anfang und Enden, ein bisschen unklar, aber na, es ist eine relativ klar abgegrenzte Zeit, es gibt relativ klare Epochenmerkmale und so weiter. Damit ist in der Jahrhundertwendezeit im Grunde Schluss. Na, die Jahrhundertwendezeit zeigt uns eine Vielzahl von Möglichkeiten in der Literatur, und die haben wir ja auch kennengelernt, und das setzt sich natürlich in der Weimarer Republik fort. So, das Ziel dieser Doppelstunde ist, und es ist eine Doppelstunde, wenn ihr alles hier ordentlich macht, ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar, das Ziel dieser Doppelstunde ist es, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die jetzt die Literatur bietet, diese Varietät irgendwie ein bisschen zu zeigen. Die Arbeitsblätter, die ich euch hochlade, sind ja oben durchnummeriert. Schaut bitte immer, dass ihr das richtig erwischt, sonst passt natürlich nicht zusammen. Leider sind sie ein bisschen durcheinander durchnummeriert. Das ist eigentlich egal, solange ihr die richtige Zahl habt. Es fängt mit 5 an und geht dann in einer anderen Reihenfolge. Egal jetzt mal warum. Hauptsache ihr habt das richtige Blatt. Okay. Die erste Form der Literatur, die uns hier begegnet, ist der Traditionalismus. Das heißt, es gibt natürlich Leute, die schreiben weiter im Stil des Realismus. Wir haben gesehen, der Realismus prägt die gesamte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir haben verschiedene Novellen gelesen. Traditionelles Erzählen ist das, was wir als völlig normal empfinden. Die Gesellschaft wird dargestellt und es ist eine traditionelle Erzählweise und so weiter. Brauche ich nicht erzählen, haben wir alles ausführlich gemacht. Natürlich gibt es Schriftsteller, die schreiben in diesem Stil weiter. Eure erste Aufgabe ist, haltet mal bitte das Video an, das Arbeitsblatt mit der Nummer 5. Da geht es um konservatives Erzählen bzw. traditionales Erzählen. Geht den Text mal durch, da werdet ihr eine Menge Informationen dazu bekommen. Haltet jetzt bitte an. So, da bin ich wieder. Ich werde jetzt mit euch hier nicht das ganze Blatt durchgehen. Der Text ist relativ leicht verständlich, aber so ein paar wesentliche Punkte werden wir hier
mitnehmen. Natürlich gibt es Leute, Schriftsteller, na, die schon vor dem Ersten Weltkrieg in einer traditionellen Weise erzählen. Ganz im Stil des Realismus. Thomas Mann ist zum Beispiel einer der berühmtesten. Die setzen ihre Form des Erzählens häufig fort. Nicht unbedingt. Ne? Es gibt auch welche, die mit diesem Umschwung auch eine andere Art zu schreiben annehmen. Aber es gibt natürlich auch welche, die setzen diese Form fort. Wenn wir uns also jetzt mal der Übersichtlichkeit dieser verschiedenen Formen zuwenden, werden wir jetzt verschiedene Möglichkeiten kennenlernen. Welche Form soll Literatur überhaupt haben? Und welche Ziele soll Literatur überhaupt haben? Warum schreibe ich denn überhaupt? Denn auch das ist natürlich eine wichtige Frage für den Schriftsteller allzumal. Das traditionelle Erzählen habt ihr kennengelernt, ist also ja, traditionell, ein anderes Wort für herkömmlich, das ist das Herkommen. Das heißt, ich habe einen in der Regel personalen oder autorialen Erzähler. Sehr häufig ist es eine epische Form der Literatur und es wird mir eine Geschichte im weitesten Sinne erzählt. Häufig, na, wir haben das jetzt ja heute auch noch so ein bisschen in Sprachgebrauch, na, ist es episch auch im Sinne von groß und breit. Also es sind häufig große Romane, denn Ziel der ganzen Sache ist natürlich, ist die realistische Darstellung der Gesellschaft. Und möchte ich die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit darstellen, fragt sich, was Gesamtheit ist, ist es natürlich eher eine umfängliche Angelegenheit. Ne? Das sieht man zum Beispiel in Romanen von Theodor Fontane, da ist es noch relativ übersichtlich, was die Länge betrifft. Aber wenn man sich zum Beispiel die großen Realisten in der russischen Literatur anschaut, na, Tolstoi zum Beispiel, dann sind das schon Romane von mehreren hundert bis tausend Seiten. Denn ich habe das Ganze episch breit, ich habe sehr viele Erzählstränge, die nebeneinander herlaufen, sich kreuzen, sich überschneiden. Ich habe eine große Vielzahl von Personen, ein riesiges Personal. Dieses Personal soll realistisch dargestellt werden. Das braucht natürlich einfach ganz schlichte Zeit, Platz zum Erzählen. Und diese Art der Erzählung wird natürlich auch fortgeführt. Neuerungen werden dabei eher abgelehnt, zum Beispiel die Neusachlichkeit werden wir noch kennenlernen. Viel ist dazu gar nicht zu erzählen, denn im Grunde ist es natürlich, ihr habt es ja schon kennengelernt, na, die Ähnlichkeit zum Realismus des 19. Jahrhunderts, die hier fortgesetzt wird. Typische Vertreter sind zum Beispiel die Österreicher Josef Roth oder Stefan Zweig oder vor allem natürlich Thomas Mann, immer Nobelpreisträger und herausragender Schriftsteller des Deutschen Reiches. Na. Sein erster Roman nach dem Ersten Weltkrieg wird der Sauerberg sein, 1924, sage ich jetzt mal, erschienen. Und das ist schon ein Ding von mehreren hundert Seiten, denn er versucht, vielleicht die ganze einen Teil der Gesellschaft zumindest darzustellen und auch das Denken der Gesellschaft darzustellen. Also das sind umfängliche Angelegenheiten. Wer das mal in die Hand nimmt, wird überrascht sein, wie schön sich das liest, wie gut sich das liest. Denn es ist auf eine sehr herkömmliche Art und Weise erzählt. Ein Schriftsteller, schreibt ein Buch, ne? Ein Erzähler erzählt mir in einer breiten Weise eine Geschichte. So, andererseits haben wir natürlich kennengelernt, um einen zweiten Aspekt hier reinzubringen, vor zwei Stunden, ne? Der Expressionismus ist eine ganz wichtige literarische Entwicklung vor dem Ersten Weltkrieg. Wir beginnen ungefähr, brauchen wir nicht groß drüber streiten, 1900, 1905 bis ungefähr 1920. Aber vergesst nie, ne, wenn wir hier sowas Epoche nennen, mit bestimmten Merkmalen, das heißt natürlich nicht, dass das dann 1920 aufhört. Es gibt auch heute Schriftsteller, Dichter, die auf eine expressionistische Weise dichten. Das ist natürlich von 2020 aus gesehen eine altmodische Form, aber keiner hindert mich daran, das zu machen als Schriftsteller. Also die erzählen, die Merkmale dieser Literatur sind möglicherweise ja natürlich immer noch da. Aber okay, was haben wir damals gesagt? Aufgeschrieben, ja, Kernzeit des Expressionismus 1900 bis 1920, eben auch noch so in die Zeit der Weimarer Republik rein. Ihr nehmt euch bitte das Blatt mit hier 1, das sind zwei Blätter mit einer 1 oben drauf. Und schaut euch mal an, was gibt es noch so an
expressionistischen Resten. Ihr seht schon hier, die Überschrift ist Ausgang des Expressionismus. Ne? Also da wird schon von der Formulierung hier deutlich, ne? Das sind halt die Nachzügler, wenn man so will, die expressionistische Literatur machen. Die große Zeit des Expressionismus ist eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg schon vorbei. Haltet also bitte an und bearbeitet diesen Text. Wenn ich jetzt einen Kaffee hätte. Leider nicht. Und da bin ich wieder. Expressionistische Reste habe ich jetzt schon mal in Anführungszeichen genannt. Viele wichtige Texte entstehen noch in dieser Zeit. Also nicht, dass das jetzt nichts wert wäre. Das darf man nicht falsch verstehen. Auch hier, im Grunde können wir nur das fortschreiben, was wir vor zwei Stunden zum oder drei Stunden zum Expressionismus gemacht haben. Die typischen Formen und Themen des Expressionismus kennt ihr. Die Sprache ist sehr exaltiert, die Sprache ist sehr groß, die Sprache ist oft sehr pathetisch, also ist sehr aufgeladen, gefühlsaufgeladen. Es ist ein Gefühlsausbruch sehr häufig. Das ist übrigens auch ein Grund, warum diese expressionistische Epoche eigentlich nicht lang hält. Denn große pathetische Gefühlsausbrüche, schön und gut, wenn es mal was Neues ist, das ist ganz spannend, aber wie lange kann ich sowas machen? Das 10., 20., 200. Gedicht, da schüttelt der Leser schon den Kopf, weil jetzt kenne ich es schon langsam. Also das verliert relativ schnell natürlich an Reiz. Die Sprache, die dabei verwendet wird, haben wir gesehen, vor allem die Bilder, die verwendet werden, die Chiffren, die verwendet werden. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal, aber jeder weiß noch, was eine Chiffre ist. Weiß ich aus der Schulaufgabe beim Gottfried Benn, wurde das hier diagnostiziert. Da wird also deutlich, jemand möchte Neues schaffen. Ja, wenn ich nach 20 Jahren immer noch Neues schaffen will, dann wird das Ganze schon zweifelhaft. Zwei Kritikpunkte habe ich hier draufgeschrieben, zwei Kritikpunkte erfahrt ihr hier. Zum einen, diesen Expressionismus haben wir ja schon in seiner Kernzeit vor ein paar Stunden kennengelernt, also eine sehr selbstbezogene Literatur. Ne? Es ist expressiv, ich drücke mein Innerstes auf eine sehr pathetische, große Weise aus. Aber was um mich herum vorgeht, interessiert mich eigentlich vielleicht nicht so. Ja, gut, ne? Stadt, die Masse, Mensch und so weiter, das ist ein Thema, das hier auftaucht. Aber ansonsten ist es jetzt keine Literatur, die so groß mit Gesellschaft oder Politik was zu tun hat. Ne? Es ist eben mehr eine expressive Literatur, die sich mehr an diesem Expressiven und möglicherweise auch am Ästhetischen, wenn man das ästhetisch findet, orientiert. Es ist keine Literatur, die in irgendeiner Weise politisch appellativ ist, die irgendwas von mir will, die mich aufruft, irgendwas zu tun. In der Zeit, wo Krieg ist, in der Zeit, wo Krisen herrschen, wo das Land untergeht, in dem ich lebe, wo neue Verfassungen ausgearbeitet werden, Revolution 1918, auf den Straßen wird geschossen und. Wenn ich in so einer Zeit lebe, dann wirkt diese Selbstbezogenheit so ein bisschen irgendwie fehl am Platz. Also diese Kritik, die Expressionisten schwimmen in ihrer eigenen Suppe, und kümmern sich nicht um die Ereignisse, die um sie herum vorgehen, die einfach alle beschäftigen. Ne? Sie tun nichts, ne? Sondern sie reproduzieren ihr Innerstes. Das ist alles schön und gut, aber in einer Zeit, wo alles um mich herum zusammenstürzt, im Krieg und in der Revolution, erwarte ich möglicherweise mehr. Angesichts dessen, was um sie herum passiert, ist es, ihr habt das Zitat hier, ein unrealistischer Enthusiasmus. Also ein Enthusiasmus, eine selbstbezogene Begeisterung, die unrealistisch ist, in dem Sinne, dass es mit der Realität eigentlich keinen Zusammenhang hat. Aber natürlich, auch solche Literatur gibt es. Wo sind jetzt die neuen Sachen, fragt ihr euch. Ja? Wie 19. Jahrhundert, wie 20 Jahre vorher, wo sind eigentlich die neuen Sachen? Hier sind jetzt die neuen Sachen. Wir haben sie in einem kurzen Film schon mal kennengelernt. Eine neue Sache ist zum Beispiel der Dadaismus. Nehmt euch mal bitte das Arbeitsblatt 2, das sind zwei Stück mit Dada, zum Thema der dadaistischen Literatur und geht die mal durch. Was erfahrt ihr hier? Haltet das Video an, macht es mal bitte. Ich hoffe, ihr habt es gemacht, sonst bringt es nichts. Hier kriegt ihr nur die Kurzform.
Dadaismus haben wir schon kennengelernt. Ich weiß auch, also mit diesem kurzen Filmanschlag, 10 Minuten, haben da viele gelacht und den Kopf geschüttelt, na, wenn man hier Gedichte hat man vorgelesen gekriegt, die keinen Inhalt hatten, die nur in Lauten bestanden haben, die irgendwie erstmal sinnlos wirkende Satzfetzen aneinander gereiht haben. Das ist nun wirklich neu. Dada, ihr habt vielleicht noch in Erinnerung aus dem Film, da erklärt er das auch kurz. Man weiß gar nicht genau, woher der Begriff kommt, aber vermutlich soll so dieses Lallen eines Kindes nachahmen. Das sinnlose Lallen, na, also das Zurückgehen in das Kindliche, den Sinn rauszunehmen, also der Literatur so ein bisschen die, ja, diese Aufgeladenheit mit Sinn und Sinngebung zu nehmen, ist Teil des dadaistischen Programms. Kunst wird per se in irgendeiner Weise abgelehnt. Kunst, da muss man sich kurz dafür Gedanken machen, Kunst in dem Sinne, wie wir es kennengelernt haben. Ne? Kunst haben wir kennengelernt, drei Möglichkeiten, ihr erinnert euch, entweder sie ist sehr expressiv oder sie ist eher dem Ästhetischen zugeneigt, denkt an die romantische Literatur, oder sie ist eher appellativ. Kunst wird hier per se abgelehnt, denn Kunst ist ja immer eben aufgeladen mit Sinn, aufgeladen mit einem bestimmten Ziel, dem Ziel schön zu sein, dem Ziel sich selbst auszudrücken und so weiter und so weiter. Das soll sie überhaupt nicht. Ne? Was habt ihr hier kennengelernt? Und erinnert euch bitte an die Beispiele. Verzicht auf Syntax, Verzicht auf Zeichensetzung, Verzicht überhaupt auf Sinn, Verzicht auf Ausschmückungen, Verzicht vielleicht auch sogar überhaupt auf verständliche Wortwahl. Na, ich kriege hier Worte geliefert, die keinen Sinn mehr haben. Das klingt dann zum Teil, je nachdem wie ich es halt finde, sehr witzig oder einfach nur bescheuert. Ja, und der Bürger, gerade der traditionelle Bürger, steht möglicherweise davor und fragt sich, was soll das? Das ist doch keine Kunst, das ist doch Quatsch. Typische Vertreter sind Hugo Ball und Hans Arp. Ihr habt es hier kennengelernt. In der Malerei natürlich, habt ihr kennengelernt, existiert es auch. Sehr viel sogar in der Malerei. Jetzt kann man sich natürlich über den Wert dieser dadaistischen Literatur oder auch Kunst überhaupt streiten. Was soll mir eigentlich eine Kunst, die keinen Sinn mehr hat? Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es ist neu. Ihr erinnert euch, wann die Moderne in der Kunst eigentlich beginnt. Die Moderne beginnt im Grunde mit der Romantik. Ihr erinnert euch, die Romantik, sagt Novalis, die Literatur, ist eine progressive Universalkunst, Poetik. Sie ist progressiv, sie ist immer progressiv. Goethe hatte noch ein Ziel. Goethe hatte noch ein großes Vorbild, die antike Kunst. Wenn ich es schaffe, Kunst zu produzieren im Stil und Sinn der Antike, dann bin ich am Ziel. Das ist nicht mehr die moderne Kunst. Die moderne Kunst seit der Romantik ist progressiv. Die Kunst besteht, und das geht nun immer schneller und wird immer krasser, und das sieht man hier ganz stark, die Kunst besteht darin, neu zu sein. Die Kunst besteht darin, neu zu sein. Der Erste, der ein Pissbecken an die Wand schraubt, ein Schild daneben, hängt im Museum und sagt, das ist Kunst. Das ist möglicherweise ein Genie, was für eine Idee. Der Dritte, der Fünfte, der Zehnte, der das macht, ist kein Künstler mehr, das ist nur noch ein Nachahmer. Das ist unser Verständnis, unser modernes Verständnis der Kunst. Kunst muss immer neu sein, Kunst muss immer originell sein. Die Frage ist, geht das eigentlich der Frage, der wir uns zuwenden, wenn wir uns die Postmoderne anschauen im zweiten Halbjahr. Aber halten wir fest, Kunst muss immer neu sein, Kunst muss immer progressiv sein und das nicht erst seit der Weimarer Zeit, sondern im Grunde seit der Romantik. Sie ist eine progressive Form der Darstellung. Und in diesem Sinne ist natürlich Dada in einem Höchstmaße Kunst, denn das sind nun wirklich Sachen, die vorher noch nie gesehen waren. Auch diese dadaistische Literatur und Kunst hält sich natürlich nur sehr kurz.
Denn das ist gerade Teil von, natürlich von dieser Progressivität, dass sie schnell und schnell und immer schneller progressiv ist. Denn das, nicht das zehnte Pinkelbecken, das ich an die Wand schaue und sage, es ist Kunst, nicht das zehnte Pinkelbecken ist langweilig, sondern schon das dritte oder eigentlich schon das zweite. Ne? Die Idee ist genial, aber beim zweiten Mal bin ich nur noch ein Nachmacher. Ne? Beim zweiten Mal bin ich nur noch ein Nachmacher. Also schon das zweite Mal oder dritte Mal spätestens muss es wieder neu sein. Ne? Deswegen geht es auch hier immer schneller. Das ist eine Vorstellung, mit der hätte Goethe zum Beispiel nichts anfangen können. Ne? Das ist keine Kunst, weil ich arme nur nach. Nein, für Goethe war das große Ziel die antike Literatur. Natürlich bin ich auch kreativ dabei, aber im Grunde habe ich ein Vorbild. Und je näher ich diesem Vorbild komme, desto kunstvoller ist die Kunst. Also in diesem Sinne ist Dada Kunst, ist natürlich eine Sache von einer kurzen Zeit, ist klar, aber es ist eine Kunst, wo jeder hinschaut und sagt, oha. Drittens, ich habe schon aus Versehen aufgeschlagen hier, eine vierte Form der Kunst und Literatur vor allem wird uns begegnen in Weimar, in der Weimarer Zeit. Es ist die neue Sachlichkeit. Da seid ihr jetzt wieder am Zug. 4.1 bitte, schaut euch, 4.1 und 4.2, das sind eineinhalb Blätter hier. Geht es mal bitte durch, was ist eigentlich neue Sachlichkeit? Für alle diese Formen der Literatur werden wir in der nächsten Stunde natürlich uns Beispiele anschauen. Beziehungsweise habt ihr hier drin. So, Freunde der Arbeit, ich warte so lange. Nein, ich warte natürlich nicht, sondern ich gehe davon aus, dass ihr den Film angehalten hat. Neue Sachlichkeit. Die neue Sachlichkeit, wenn es eine typische Form der Literatur der Weimarer Zeit gibt, dann ist es vermutlich die neue Sachlichkeit. Das war ja schon mal, das ist wieder aufgehört und weitergeführt, ebenso das. Das ist eine sehr schräge, sehr neue, aber sehr kurzlebige Angelegenheit. Wenn es einen Stil gibt, der in der Weimarer Zeit besonders passend ist und sich auch wirklich relativ lange hält, dann ist es die neue Sachlichkeit. Wer vorher aufgepasst hat, mitdenkt bei der expressionistischen Literatur, der wird merken, das ist der krassestmögliche Gegensatz. Schon der Titel Sachlichkeit für diese Literatur, ne, grenzt sich vom Expressionismus ab. Ist natürlich auch leicht zu erklären. Wir haben gesehen, die Literaturgeschichte ist immer so ein Hin- und Her-Schaukeln, ne, zwischen verschiedenen Zielen. Die expressive Literatur des Sturm und Drang wird abgelöst von der sehr viel ruhigeren Literatur der Klassik, ne, wo zwar Teile wieder aufgenommen werden, aber im Grunde das in ein ruhigeres Fahrwasser kommt, die vernünftig sich darstellt, den Menschen zu einem besseren Menschen haben will. Ne. Die Romantik ist eine Gegenreaktion dazu und so weiter. Und so ist es auch hier. Die Schriftsteller der neuen Sachlichkeit sind Leute, die natürlich die letzten 20 Jahre schon sich mit Literatur beschäftigt haben in der Regel und die geprägt sind von diesen expressionistischen Pathos, von diesen großen Gefühlen, von diesen tiefschürfenden Begriffen, die oft irgendwie unklar sind und so weiter. Und wenn ich mit einer solchen Literatur aufwachse oder mich sehr damit beschäftige, dann kommt irgendwo der Punkt, wo es mich einfach langweilt letztlich und ich mich nach was anderem sehne, nach Sachlichkeit sehne. Was habt ihr hier kennengelernt? Erstens, die neue Sachlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine neue, oder keine neue Form hat, sondern eine besondere Form hat. Nämlich die Literatur wird zunehmend, wie der Name ja schon sagt, sachlich, realitätsnah, ungekünstelt. Die Sätze sind einfach, die Sätze sind wenig ausgeschmückt. Es wird zwar erzählt im realistischen, traditionellen Sinn, aber es wird darauf verzichtet, das mit Gefühlen aufzuladen. Es ist oft eine reine Darstellung von Ereignissen. Man hat fast das Gefühl, man liest einen Bericht, ne, wie es in der 6. Klasse gelernt hat. Ne, Berichte, lass die Ausschmückungen raus, lass die Gefühle raus und so weiter. Sehr häufig versucht man realitätsnah zu sein, versucht aber gleichzeitig das Ganze möglichst ungekünstelt, ist vielleicht das falsche Wort, kunstlos zu machen. Kunstlos im Sinne eines Zeitungstextes. Und da sind wir natürlich schon beim Kern, denn damit hängt das auch zusammen, diese Form der Literatur. Das 19. Jahrhundert
bis ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts oder Gründung des Kaiserreichs, bis dahin ist die Literatur buchgebunden. Ne? Literatur konsumiere ich in Buchform. Schon im Kaiserreich, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, werden durch neue Drucktechniken Zeitungen und Zeitschriften immer einfacher herzustellen, immer billiger herzustellen. Durch das Rotationsverfahren, durch das Einbinden von Bildern und so weiter entstehen jetzt Zeitschriften. Ja, also nicht nur Zeitungen, wie wir sie kennen, die Süddeutsche Zeitung oder so, ihr wisst, wie das ausschaut, wie sich das anfühlt. Jetzt entstehen auch Zeitschriften, auch Hochglanzmagazine mit Bildern drin, vielleicht noch schwarz-weiß jetzt hier noch, aber na, eine ganz neue Form. Diese Zeitungen und Zeitschriften vor allem brauchen natürlich Inhalte, Content, wie man heute sagt. Na? Und das ist ein Feld der neuen Sachlichkeit. Denn der Content, der hier gefordert wird, muss natürlich eine bestimmte Form haben. Er muss relativ kurz sein. Das ist eine Zeitschrift, na, die gibt mir zwei Seiten als Schriftsteller, schreibt uns eine Geschichte. Es muss im Stil reinpassen. Stellt euch so eine Zeitschrift vor, wo davor, keine Ahnung, eine Fotostrecke mit Modefotos ist und dann kommt meine Erzählung. Wenn ich da expressionistische Lyrik einfüge, das verstört die Leser der Zeitschrift maßlos natürlich. Ne? Also mit sowas brauche ich da nicht kommen, sondern es muss eine relativ leicht konsumierbare, meistens Erzählung sein. Die sollte einigermaßen gut lesbar sein, die sollte ja, konsumierbar sein. Literatur wird jetzt, und das beginnt schon in der Kaiserzeit, aber setzt sich jetzt ganz massiv durch, Literatur wird immer mehr Ware. Die großen Schriftsteller der Weimarer Zeit, wie zum Beispiel nehmen wir Kurt Tucholsky, der schreibt bis auf so längere Erzählungen überhaupt nur eine solche Art von Literatur. Er schreibt einen Haufen journalistische Texte und wo er Fiction produziert, also Literatur produziert, sind es kurze Erzählungen, witzige Erzählungen, vielleicht auch traurige Erzählungen, aber Sachen, die ich in so einer Zeitschrift lesen kann, die in 10 Minuten gelesen sind und so weiter. Es entstehen eine Schriftstellergeneration, Tucholsky ist das beste Beispiel, die ist unglaublich gut. Tucholsky ist wirklich einer der besten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, sage ich jetzt einfach mal, obwohl er nie so richtig große Literatur produziert, sondern es sind eben so kleine Formen, weil er eben für Zeitschriften schreibt. Das gibt es auch schon im 19. Jahrhundert, aber es bleibt dann noch die Ausnahme. So kleine Ausnahmen sind zum Beispiel, wo ich es vorher schon erwähnt habe, hier die großen russischen Realisten. Dostojewski schreibt die Romane, die ich heute 800 Seiten irgendwie im Regal finden kann, die sind in Zeitschriften erschienen, als Fortsetzungsroman. Das merkt man den Sachen dann auch an. Am Kapitel Ende habe ich dann häufig so einen Cliffhanger. Was wird passieren? Ne? Dadurch lesen sich die sehr, sehr gut. Also das ist so eine Tradition, die sich hier jetzt Bahn bricht, einer gut konsumierbaren und leicht zu verwendenden, ja, das klingt ein bisschen abfällig, ist zunächst mal gar nicht so gemeint, von Gebrauchsliteratur. Das ist möglicherweise keine Literatur, wo dann das man liest und sagt, boah, da machen wir eine Lektüre daraus in der Schule, sondern es ist eine Lektüre, die amüsiert mich, das lese ich, vielleicht denke ich morgen nochmal dran, aber dann ist es wieder weg. Das ist der Hamburger unter den Schriften. Typisch, was jetzt neu entsteht, sind natürlich entweder Kurzgeschichten in irgendeiner Form, auch wenn es erst nach 45 so richtig den Durchbruch hat, aber auch zum Beispiel Sachtexte, literarisierte Sachtexte, wenn man so will, zum Beispiel Reportagen, ihr habt in der 8. besprochen, was Reportagen sind, da musst du das Zeug analysieren. Na, Reportagen ist ein sehr typisches Beispiel dafür. Reportagen bestehen immer aus zwei Teilen. Einem sachlichen Teil, ich habe eine Reportage über, was weiß denn ich, Thunfischfischer in Japan, habe ich neulich zufällig gesehen in Geo, Fischer von Thunfischen in Japan. Na, und da kriege ich sachliche Informationen, da bin ich auch irgendwie ein bisschen schlau, jetzt könnte ich ein bisschen was erzählen darüber. Aber das ist eben kein Sachtext, sondern da sind erzählende Passagen eingebaut. Na, der Reporter, der diese Reportage geschrieben hat, der ist mit so einem Schiff mitgefahren, der hat das erlebt, wie das da abgeht, der erzählt mir Geschichten, interviewt die Fischer dort, die da was dazu erzählen aus ihrer eigenen Sicht, wie es ihm geht dabei. Also mit anderen Worten, dieser Sachtext ist literarisch ein bisschen aufgeblasen gewissermaßen, um so erzählende Aspekte erweitern.
Alter, das ist typisch für hier, ne? Und ist ja bis heute noch typisch. Ne? Wenn ihr hier in die Bibliothek geht, schaut euch an das Geo-Magazin oder sowas, oder Geolino habt ihr früher möglicherweise gelesen, ne? Da habe ich solche Reportagen drin. Heute kommen da noch Bilder dazu und so weiter. Und das Ganze ist relativ interessant, leicht zu lesen, leicht konsumierbar. Ihr braucht Literatur. Aber eben auch wirklich Fiction, erfundene Dinge, Literatur im engeren Sinne, also kurze Erzählungen, kurz. Typische Beispiele habt ihr schon kennengelernt hier, den Kontucholsky, den ich schon erwähnt habe, den Erich Kästner, den ihr von den Kinderbüchern kennt, die ihr dann später schreibt. In der Weimarer Zeit ist er eher hier reinzurechnen, oder der junge Bertolt Brecht. So, und dann kommen wir zum letzten der Punkte, das seht ihr schon hier. Schon mal unser Tafelbild hier zu Ende ist. Nehmt euch bitte das Arbeitsblatt, das überblättert hier, das Arbeitsblatt mit der Nummer 3. Geht es mal durch, das ist nicht viel. Und schaut mal, das ist eigentlich hier die proletarisch-revolutionäre Literatur. Haltet das Video an und auf geht's. So, ihr habtet eine schöne Pause, habt was getrunken und den Text bearbeitet. Ich muss ja stehen und weitermachen. Eine weitere wichtige Literaturform haben wir hier. Ich erinnere nochmal dran an dieses große Dreieck. Was ist das Ziel von Literatur? Ja, kommt darauf an, was ich halt will als Schriftsteller. Wir haben gesehen, drei große Aspekte gibt es. Entweder die Literatur ist ästhetisch orientiert. Ich produziere Literatur, die einfach schön sein soll, unterhaltend auch sein soll. Romantische Lyrik zum Beispiel. Soll schön sein, soll schön klingen. Wenn ich mich frage, was ich jetzt da fürs Leben mitnehme, nicht viel. Die Ästhetik kann es entscheidend sein. Oder das Expressive. Ich schreibe ein Gedicht, ich schreibe einen Roman, ich schreibe eine Erzählung, in der meine Gefühle zum Ausdruck kommen. Möglicherweise, ihr habt die Probleme, die man halt als 17-, 18-, 19-Jähriger so hat, die jeder mal gehabt hat. Es gibt unzählige Romane, wo das beschrieben wird. Unzählige Romane, die ihr auch schon zum Teil gelesen habt, vom Fänger im Morgen bis Chick und sonst was, ne? Wo es um dieses Erwachsenwerden geht. Coming-of-Age-Romane, wie es bei den Engländern heißt, ne? Wo es ums Erwachsenwerden geht und die typischen Probleme, die man innehabt hat. Also, da hat ein Schriftsteller, vielleicht hat er das gerade erlebt oder macht es 5 Jahre später, und hat diese Erfahrungen verarbeitet. Also, diese Literatur ist expressiv. Ich drücke mein Innerstes aus. Zweite Möglichkeit. Die erste ist, das Ästhetische steht im Vordergrund. Das zweite, das Expressive steht im Vordergrund. Hier ist es so entscheidend, dass es sogar ein Titel ist. Ne? Dritte Möglichkeit, ich habe irgendeinen appellativen Charakter der Literatur. Die Literatur will was erreichen. Sie will, dass ich was tue, dass mit mir was passiert. Typische Literatur, erinnert ihr euch, ist natürlich die Klassik, die will mich zu einem besseren Menschen machen, zu einem edleren Menschen machen. Oder denkt an Georg Büchner. Die Literatur will, dass ich was unternehme. Georg Büchner führt mir hier Woyzeck vor, ein ganzer armes Sau. Und da steckt natürlich irgendwie mindestens so eine Aufklärung drin. Ne? Ich soll wissen, dass es solche Menschen gibt wie Woyzeck. Ich soll das kennenlernen. Aber es steckt natürlich auch ein bisschen der Appell drin, beweg dich, tu was. Ne? Fast keine Literatur ist nur so oder nur so. Ich habe alle drei Komponenten immer irgendwie dabei. Aber in der Regel ist schon eine Komponente da ganz besonders wichtig. Und hier, das sieht man ja schon am Titel, politische, kämpferische. In der Regel ist es linke Literatur. Es gibt auch rechte, politisch rechtsgerichtete, kämpferische Literatur in der Weimarer Zeit. Die werden wir uns aber gesondert anschauen, nämlich im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Literatur. Da steht natürlich das Appellative im Vordergrund. Da steht natürlich im Vordergrund die Aufklärung. Die Leute sollen aufgeklärt werden über die politischen und gesellschaftlichen Zustände. Das heißt natürlich nicht, dass das Ästhetische gar keine Rolle spielt. Ich kann ja aufklären, ich kann Leute aufrufen, was zu tun. Aber auch das kann ich ästhetisch gut oder schlecht machen. Also nicht, dass das keine Rolle spielt. Häufig wird es, ihr habt es erfahren hier, in einer organisierten Weise gemacht. Im Proletarischen Bund
Dann im proletarischen Theater arbeitet man also zusammen, auch hier, ne? Typisch der linke Gedanke des Kommunen, des Gemeinsamen, hier Literatur zu produzieren, um einem klaren Ziel zu folgen. Nämlich der Kampf der Arbeiter gegen die Klassenfeinde zu unterstützen. Das muss klein sein, das macht PowerPoint hier immer falsch. Den Kampf der Arbeiter, ne? Also mit anderen Worten, diese Literatur soll gewissermaßen Schützenhilfe leisten im kommunistischen Kampf, in der kommenden oder schon im Gange befindlichen kommunistischen Revolution. Aufklärung leisten, die Arbeiter aufrufen zum Kampf und so weiter. Wenn ich Leute zum Kämpfen bringen will, wenn ich Leute aufrütteln will, dann ist natürlich klar, dass diese Literatur meistens nicht sehr differenziert ist, ja, sondern diese Literatur arbeitet ganz häufig mit so Schwarz-Weiß-Darstellungen. Ihr habt hier Beispiele kennengelernt. Ja. Hier sind wir, da sind die anderen, das sind wir, das sind die Feinde, wir sind die Guten, das sind die Schlechten. Das sind so die typischen Darstellungen, die, wenn sie gut funktionieren, dann dazu führen sollen, dass der Zuschauer sagt, ja, so ist es, ich stehe jetzt auf und ändere was. Ja. Eine Differenzierung findet hier in der Regel nicht statt. Ja. Das ist ja auch klar. Wenn ich jemanden zum Kampf aufrufen will, dann fange ich nicht an damit zu sagen, ja, aber auch der Feind hat ja vielleicht, kann ja vielleicht gar nicht anders oder hat ja vielleicht vernünftige Gründe für sein Verhalten. Nein, das ist der Feind und der wird bekämpft und dafür brauche ich natürlich so eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Was sind so die typischen Themen? Typische Themen ist natürlich die Darstellung des Arbeiters bei der linken Literatur. Der Arbeiter, ihr kennt es, ist noch eine Folge des 19. Jahrhunderts. Der Arbeiter ausgeliefert einen kapitalistischen Ausbeuter. Die Gesellschaft, die immer auf immer eine krassere Zuspitzung zuläuft und die irgendwann diese Zuspitzung, also irgendwann wird diese Gesellschaft irgendwann explodieren wird in einem revolutionären Akt, der von den Arbeitern kommt und dann diese gesamte Gesellschaft, dieses kapitalistische System ändern wird. Dazu braucht es, ihr habt hier den Begriff gelernt, eine Agitprop, Literatur, Abkürzung für Agitation und Propaganda. Also eine Form von propagandistischer Literatur, die den Arbeiter erstmal aufklärt über seine Zustände, denn auch das ist ja Teil der sozialistischen Literatur, die Unterstellung, dass die Arbeiter ausgebeutet sind, aber eigentlich die Zusammenhänge nicht kapieren, also ein bisschen zu doof sind eigentlich dafür. Und da also erstmal aufgeklärt werden müssen über ihre wahren Zustände, um ihnen dann gewissermaßen eine Handlungsanweisung mitzugeben, wie diese Zustände zu ändern sind. So, meine Lieben, damit haben wir den Überblick über diese Literatur der Weimarer Zeit uns angeschaut als Hausaufgabe. Hänge ich euch 5, 6, ich weiß gar nicht, wie viele sind, Beispiele für Literatur in die Kursmaterialien, literarische Texte. Versucht die mal zuzuordnen, wo gehören die hin und zu welcher dieser Formen von Literatur gehören die? Ja, und dann werden wir uns natürlich die ganzen nächsten Wochen Beispiele dafür anschauen, vor allem natürlich auch mit unserem, anhand unserer Lektüre, dem der Verwandlung. Und das ist die zweite Hausaufgabe, die hattet ihr schon. Ich erinnere nur noch mal dran, jetzt bis zum Wochenende habt ihr die Verwandlung bitte gelesen. Und ihr wisst es, ich sage es immer wieder, lesen heißt lesen mit dem Stift in der Hand, nicht einfach runterlesen, sondern wirklich gleich mitschreiben, wo wird Gregor Samsa, der Hauptdarsteller, wo wird der charakterisiert, wo werden die Eltern charakterisiert, wo wird die Schwester charakterisiert, wo wird der Ort charakterisiert, diese eigenartig gebaute Wohnung und so weiter. Also schmiert euch das gleich an den Rand, damit ihr es dann auch wiederfindet, wenn wir das bearbeiten und ihr nicht dann nochmal mit Suchen anfangen müsst. Also Hausaufgabe 1, Zuordnung der literarischen Texte zu diesen unterschiedlichen Formen, auch Hausaufgabe 2. Lest die Verwandlung. Und wir sehen uns wieder in dieser Form am Montag. Das werden wir nochmal hier in Distanz als Video machen müssen. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag in echt. Ich hoffe sehr, dass das dann der Fall ist. Ich wünsche euch alles Gute und bis dann. Ciao.